Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, heute natürlich wieder mal zu einem speziellen Thema Update-Bericht zum iPhone bzw. iOS und Apple CarPlay. Heute zeige ich euch, wie ihr ein aktuelles iPhone oder älteres iPhone Jailbreak, natürlich mit der Version iOS 10 bis 12.4, weil über der Version 12.4 geht es nicht mehr, also ab 12.4.1 könnt ihr es vergessen, um diese Funktion natürlich nutzen zu können. Das heißt, YouTube, eigentlich alle Apps, die ihr auf eurem iPhone drauf installiert habt, könnt ihr letztendlich auch nutzen. Also nicht nur die Standard-Apps, die vom Apple CarPlay vorgegeben sind, sondern alle, die ihr letztendlich dort installiert habt, könnt ihr über die Option CarBridge durchstreamen. Für alle, die natürlich keine Lust haben, iPhone zu jailbreaken, kann ich ganz gerne auch anbieten. Also ich habe ein paar Geräte da, 6er mit 16, 32 und 64 GB, die schon fertig gejailbreakt sind, CarBridge mit installiert ist, die ihr nutzen könnt. Wie gesagt, aber ich mache euch jetzt, wie gesagt, im Anschluss seht ihr gleich eine tolle Anleitung zum Jailbreak und wie ihr das natürlich konfiguriert, damit ihr auch in den Genuss kommt. Android gibt es auch bald was Neues. Da hatten wir ja die Problematik, dass es nur bis Android 7 stabil lief, 8 teilweise, zumindest CarStream geht. Aber da wird es demnächst ein Update geben von AA Mirror, wo es dann auch für euch wieder möglich ist, Android 9 und auch 10 dann wieder über AA Mirroring zu machen. Auch hier vorausgesetzt, das Telefon ist geroutet. Aber heute geht es hauptsächlich um iPhone. Deshalb bleibt dran. Viel Spaß. Zum Anfang müssen wir natürlich ein paar Dinge sicherstellen dazu und vorbereiten. Dazu geht ihr am besten mal auf Einstellungen. Ich gehe nochmal zurück. Und zwar geht ihr unter den Einstellungen oben hier auf Apple ID und Cloud und iTunes. Scrollt hier runter bis zu dem Punkt iCloud. Geht auf iCloud drauf und deaktiviert unten den Punkt Mein iPhone suchen. Ist hier bei mir aktiv, muss ausgeschaltet werden. Fragt natürlich nochmal nach einer Apple ID. Die blende ich natürlich kurz mal aus. So, deaktivieren ist deaktiviert. Solltet ihr jetzt den Punkt iCloud Backup, den zweiten hier auch noch aktiv haben, den dann ebenfalls bitte ausschalten. Ja, wenn das schon durch ist, dann Punkt 2 natürlich und gehen runter zu dem Punkt Touch ID und Code. Muss ich meinen Code natürlich mal eingeben und dann gehen wir hier auf den Punkt Code deaktivieren. Ja, muss ich den Code natürlich nochmal eingeben und dann wird der Code deaktiviert. So, jetzt steht hier drin, seht ihr, Code aktivieren ist er raus. Solltet ihr noch einen Fingerabdruck bzw. Touch-ID drin haben, dann würde hier unter Fingerabdruck der einer drin sein. Dann müsst ihr natürlich drauf tippen und den auch rauslöschen. Also ganz wichtig, einmal den Code zu deaktivieren und die entsprechenden Fingerabdrücke rauszunehmen, sodass ihr die Touch-ID-Einstellung auch komplett deaktiviert. Das war es eigentlich schon zu den Vorbereitungen in den Einstellungen, um das Gerät zu jailbreaken. Und dann kommen wir jetzt gleich dort, wie wir das mit dem Cydia-Impactor die IPA-Datei raufspielen, das entsprechende Profil draufspielen, dass wir, wie gesagt, hier gleich den Uncover Jailbreak mit drauf haben, den wir dann durchführen. Wenn ihr die beiden zuvor gemachten Schritte bzw. die drei Vorbereitungsschritte, ist es noch ganz wichtig, das iPhone, welches ihr gerade aktuell jailbreaken wollt, hier in den Flugmodus zu versetzen. Das heißt, ihr schaltet einmal dann den Flugmodus einmal ein, dass jetzt hier nichts weiter passieren kann. So, dann wie gesagt, das Gerät einmal per USB-Kabel an den Rechner stecken und die zuvor runtergeladene beiden Dateien, und zwar einmal das Programm, den Cydia Impactor, und die Jailbreak-Datei, die Uncover, die IPA-Datei, die ihr beide, wie gesagt, auch in der Beschreibung unten im Link drinne findet. Wie gesagt, dazu startet ihr einmal den Cydia Impactor mit einem Doppelklick
wenn das Programm aufgeht, seht ihr hier, er zeigt hier oben auch schon an, weil wir es, wie gesagt, angesteckt haben schon per USB. Hier müsst ihr nichts weiter ändern drin, also er erkennt es schon an. Sollte im Hintergrund iTunes aufgehen, so wie jetzt gerade in meinem Fall, auf jeden Fall iTunes schließen, weil das brauchen wir zu dem Zeitpunkt, zu dem gegenwärtigen nicht. So, wie gesagt, den Cydia Impactor gestartet und wir suchen uns die runtergeladene IPA-Datei aus. Das ist die anglicismus.ipa. Wie gesagt, die ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, welche iOS-Version ihr drauf habt. Aber auch dazu gibt es einen Link in der Beschreibung, wie ihr von der Version 10 bis 12.4, welche IPA-Datei ihr benutzt. So, dann nehmt ihr einfach per Drag and Drop und zieht die hier rein. Ihr seht schon auf Kopieren. Fertig. So, jetzt fragt natürlich hier nochmal nach der E-Mail-Adresse. Die geben wir natürlich ein. Von der Apple-ID. So, dann natürlich, wenn ihr die bestätigt, fragt jetzt das zugehörige Passwort von der Apple-ID. Und bestätigen hier ebenfalls mit OK. So, dann seht ihr, dauert es einen kleinen Moment, bis er jetzt sozusagen quasi das Profil hier überträgt und auch die Uncover-Datei auf das iPhone draufspielt. Das heißt, müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten, bis die Aktion hier abgeschlossen ist. So, komplett, hat er gerade geschrieben, seht ihr, also wenn diese Bildschirmmaske hier wieder da ist, keine Fehlermeldung kommt, dann ist es entsprechend abgeschlossen und dann gucken wir jetzt gleich mal am iPhone weiter, was wir da machen müssen. Die IPA-Datei, die haben wir ja gerade hochgeladen. Wenn die jetzt dann drauf ist, ist es erforderlich, geht dann jetzt nochmal auf Einstellungen, geht hier auf den Punkt Allgemein. Scrollt hier wieder runter bis zu dem Punkt Geräteverwaltung und da seht ihr jetzt natürlich dann meine Apple-ID. Gut, ich habe es jetzt gerade hier schon bestätigt, weil wie gesagt, das Device schon mal installiert worden ist. Aber hier steht jetzt dann natürlich bei euch, wenn ihr es erstmal nicht installiert habt, Gerät Vertrauen bzw. App Vertrauen müsst ihr bestätigen. Dann wird der der App vertraut, sowas denn hier steht, App löschen und dann ist es damit auch schon abgeschlossen und ihr könnt den nächsten Schritt durchführen. Nachdem wir hier, wie gesagt, über den Cydia Impactor die IPA-Datei und die Uncover-Version runtergeladen haben, seht ihr hier auf dem Screen die Datei Uncover. Die können wir jetzt starten. Wichtig, ihr solltet natürlich hier auch mit dem WLAN verbunden sein und klicken hier einmal auf Jailbreak drauf. Das Ganze kann jetzt einen kleinen Moment dauern, bis der Jailbreak durchgeführt wird. Warum WLAN notwendig ist, ist, weil, wie gesagt, der aus dem Hintergrund natürlich Pakete noch mit runterlädt und der Cydia Store auch, wie gesagt, hierbei mit installiert wird. Je nachdem, was ihr für ein iPhone habt, ob jetzt 6er, 7er, 8er oder 10er, wie gesagt, seid da nicht zu ungeduldig. Da müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen warten, die Pakete hier runtergeladen werden, der Cydia Store installiert wird. Wenn es dann fertig ist, kommt so wie jetzt hier Jailbreak Complete. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. Er zeigt also auch keine Fehlermeldung hier an. Sehen wir, dass es erfolgreich durchgeführt worden ist. Wenn wir jetzt hier auf OK bestätigen, macht das Gerät einen Neustart. Und dann sollten wir auch gleich den Cydia Store mit auf der Oberfläche drauf haben. Und ich warte schon auf die neidischen Blicke. Look at this. Somebody come look at this. So, das Gerät ist mittlerweile neu gestartet. Schauen wir mal nach. So, und wie ihr sehen, haben wir hier auch den Cydia Store jetzt hier mit drauf, wo wir natürlich die entsprechenden Apps auch herunterladen können. Nachdem wir natürlich jetzt hier den Cydia Store installiert haben und der Cydia Store aktiv ist, gehen wir hier, stopp, das Video machen wir jetzt nicht, da machen wir es so drüber. Wie gesagt, den Cydia Store installiert habt, gehen wir hier unten auf Suchen und geben hier ein CarBridge. Da haben wir schon, um zu sehen. CarBridge, genau, klicken dann hier oben drauf, sagen Ändern. Und gehen hier unten auf Installieren.
Bestätigen wir natürlich nochmal. So, dauert es einen kleinen Moment. Daten werden geladen. So, ja gut, Springboard müssen wir neu starten. Das ist ganz klar. Dauert natürlich wieder einen kleinen Moment, bis er das einmal durchgestartet hat. So, in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich schon vorher, oder für die, die YouTube, Video Prime, Amazon, meine ich, Amazon Prime, Netflix und so weiter schon runtergeladen haben, kommen wir da zur Konfiguration. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier keine weitere App von Kabbage drauf. Dazu gehen wir in den Einstellungen, scrollen hier ein bisschen weiter runter. Und wie ihr seht, haben wir hier die Funktion Kabbage, die hier mit auftaucht. Ja, wie gesagt, gebrückte Apps, um es mal kurz zu erklären. Gebrückte Apps, das sind alles die, die ihr, wie gesagt, dort benutzen wollt. Ich habe hier oben jetzt hier schon gerade welche reingezogen. Könnt ihr zum Beispiel jetzt noch sagen, ihr wollt einmal die Kamera noch mit benutzen, aktiviert die hier. Wollen wir natürlich auch ein Querformat haben. So, dann wollen wir, ja, Mail nehmen wir auch nochmal, nehmen wir auch, aktivieren wir hier, auch im Querformat, gehen zurück. Was wollen wir noch mit reinnehmen? News können wir, ja, nehmen wir die News auch noch mit rein, im Querformat. So, also wie gesagt, hier oben in dem Bereich, das sind schon die Apps, die ihr alle ausgewählt habt. Bei YouTube hier oben rein aktivieren und macht die hier auch im Querformat. Das war es eigentlich schon für die Konfiguration von gebrückte Apps. Ja, im Portal App anzeigen, mit auswählen, dann habt ihr unten her, was ich euch dann zeige, wenn wir am Fahrzeug sind, diese Auswahl. Ja, bei Icon-Spalten könnt ihr euch entsprechend anpassen, so wie ihr das mag. Also ich habe jetzt hier Icon-Spalten 4 eingewählt, weil dann hat man es schön übersichtlich her am Car-Monitor. Und wie gesagt, ja, bei CarPlay-Einstellungen, Bluetooth aktivieren ist ganz klar. Mein Fahrzeug ist hier gerade schon gekoppelt, weil ich schon gerade drin war am Auto. Ja, mehr Einstellungen müsst ihr sozusagen quasi hier nicht mehr tun. Sofern das natürlich hier auftaucht, ist es damit eigentlich schon erledigt und dann können wir damit jetzt auch schon zum Fahrzeug gehen. Wenn wir dann im Fahrzeug angekommen sind, dann verbinden wir das Fahrzeug bzw. das hier gerade gemachte Jailbreak-Handy hier mit dem Fahrzeug. So, Netz ist da, Bluetooth ist auch schon da. Wie ihr seht, kommt jetzt hier gleich die Meldung schon vom Kabbage, die hier automatisch startet. Das Handy können wir jetzt sozusagen beiseite legen. Und wie ihr seht, habt ihr hier schon Apple CarPlay aktiv. Und wie die meisten von euch unschwer erkennen können, haben wir jetzt hier am Screen natürlich unten schon drei Punkte. Also nicht die übliche Übersichtsmaske, die nur darauf hindeutet, dass wir nur die üblichen Funktionen vom Apple CarPlay haben, wie Telefon, Musik, Karten, Nachrichten und so weiter, sondern wir haben noch ein paar Funktionen mehr. So, jetzt blättern wir gleich mal weiter. Das seht ihr jetzt natürlich hier, das sind die ganzen gebridgten Apps, die wir im CarPlay sozusagen schon festgelegt haben. Und wie gesagt, wenn man jetzt natürlich hier schaut, von der gesamten Menüführung, ihr könnt es auch, wie gesagt, mit dem NGX Play probieren. Die Kabbage, die ist, wie gesagt, ein bisschen teurer, die kostet, aber heißt ein bisschen teurer, die kostet 4,99 Euro einmalig. Die NGX Play Version 11, also die normale NGX Play Version, wo nichts hintersteht, die wäre für iOS 8, 9 und 10. Und wo die 11 hintersteht, das wäre dann ab 11 und bis zur 12.4.0 Version. Genau, aber wie gesagt, ich finde die persönlich selber, die ruckelt sehr doll. Von der Konfiguration her finde ich sie auch nicht so toll, wenn man sie noch konfiguriert und Respring macht. Da ist hier die Kabbage-Version wesentlich besser, aber das müsst ihr dann letztendlich selber entscheiden. Ja, ansonsten brauchen wir leider gar nicht weiter mehr zu vorstellen. Und so, wie gesagt, die einzelnen Apps, die habe ich ja schon eingerichtet. Wie gesagt, Safari, klar, das Ganze können wir auch beim Starten, beim Fahrzeug starten machen. Hier hat er natürlich startet er jetzt in dem Splitscreen. Können wir nochmal zurückgehen drauf, dann macht er das natürlich hier auch in einem Fullscreen. Können Safari benutzen, klar, YouTube sowieso. Jetzt hört ihr natürlich den Sound noch vom normalen Radio. Und sofern natürlich jetzt hier YouTube geladen hat und wir jetzt hier irgendwas ausgewählt haben, jetzt hat er einmal nochmal der erste Start von der App, wenn ihr die erstmal die eingerichtet habt, macht er die immer noch im Hochformat. Das heißt, ihr geht dann nochmal zurück, ruft dann nochmal die YouTube auf und jetzt seht ihr, dann ist die jetzt auch dauerhaft im Querformat. Ja, jetzt können wir natürlich hier schauen. Bibliothek. Ich habe mich jetzt hier mittlerweile schon mit meinem Konto angemeldet, dass wir hier auch mal drauf schauen können. Gehen wir mal auf Verlauf, um das entsprechende passende auszusuchen.
ansonsten, wie gesagt, alle Apps, die ihr durchgebridged habt, hier unter CarBridge könnt ihr letztendlich auch nutzen. Ich habe jetzt hier mal die TV-App mit installiert. Zu Hause Kabel, sag ich mal, in Deutschland habt oder so weiter, dann könnt ihr hier auch die entsprechenden TV-Sendungen euch der einzelnen Sender durchstreamen lassen. Ist natürlich je natürlich immer abhängig, was für eine Bandbreite ihr habt, aber wie gesagt, es funktioniert trotzdem. Ja, zurück geht ihr immer wieder hier unten auf dem linken Button. Gut, Kamera hatte ich jetzt mit aktiviert, die E-Mail hier auch noch mit durch. Ihr könnt WhatsApp mit durchschleifen, egal welche App, alle, die ihr jetzt letztendlich dann auf dem Apple Device drauf habt und bei in der Applikation CarBridge drauf gesagt habt, könnt ihr damit durchschleifen. Ja, das war es eigentlich dazu gewesen. Wie gesehen habt, ging es relativ schnell. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Wie gesagt, ganz wichtig, ihr müsst aufpassen, dass natürlich, sofern ihr euer Gerät hier jailbreakt, habt ihr keine Möglichkeit mehr, dort ein Update zu machen, beziehungsweise es werden euch von Apple-Seite auch keine Updates mehr angeboten. Das heißt, ihr bleibt sozusagen quasi auf der iOS-Version, die bei dem Jailbreak durchgeführt worden ist, stehen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, schreibt es einfach drunter. Helfe ich euch gerne weiter. Eine komplette Anleitung, wie ihr das Jailbreak durchführt, mache ich auch nochmal schriftlich unten in der Beschreibung drin, für welche Version es möglich ist. Und natürlich auch die beiden Download-Links zu dem Cydia Impactor und zu der benötigten IPA-Datei. Hier für Versionen von iOS 10 bis iOS 11. Die IPA-Datei für iOS 12 bis 12.4.0 auch nochmal extra unten drin. Ansonsten gutes Gelingen euch und viel Spaß.